Epilepsie. Epilepsie. Dann hat er dazugegeben, nein, der Hund geht nicht da rein. Wo geht noch mein Hund hin? Nein, nicht zurück, der andere geht nicht da weiter. Na ruhig, weiter. Nein, du nimmst das jetzt aber nicht auf, oder? Oh, ja, weißt du es noch, nur wenn ich irgendwann einmal den Hund auf die Füße abbinde, auf einmal ist es noch, hollerei, ich glaube, dass ich so biegsam bin. Hui, meine Falten sind weg da. Hui, mein Kreuz ist gut. Hui. Dann geht es immer mehr. Du hast noch in den nächsten Halbjahr. Du Schatz, ich habe eine neue Stellung, ich kann einen Spagat. Ist ja genauso. Die Frau sitzt ganz wühlig daheim am Herd oben, wo dieser Mann kommt. Ihr Mann kommt von der Birne, sagt sie zu ihm: Schatz, ich bin sowas von heiß. Ich kann das vielleicht daran liegen, dass du vergisst, dass du ein Herz am Ohr dran. Käfer. Mini-Käfer. Stirb. Kennst du den dynamischen Zuckerbäcker-Tischl mit dem Schnee? Oh mein Gott! Ich kenn das. Erzähl! Also, ein Schneider, ein Tischl und ein Zuckerbäcker-Verein sind im Wald gekommen zu einem Kloster. Franks, der Tisch hat die übernachten. Sagt die Nonne, ja, und deine Bedingung ist, dürft du am Mitternacht nicht aus dem Fenster rausschauen. Ja, das ist die Männer, lauter Frauen, schauen am Mitternacht aus dem Fenster raus. Die Frauen legen die Kutten nach, gehen ja noch geboten. Super. Was nicht gewusst von deiner Nonne Sicht ist, geht zum ersten Mal und sagt zuerst, was bist denn du als Beruf? Ich bin Schneider. Schnipp, schnapp, Oberer. Geht zum nächsten hin, was bist denn du als Beruf? Na, ich bin Tischler. Ratsch, ratsch, der Hobe, alles weg. Au. Fangt der Dritte an zum Lachen, die Nonne, was lässt denn so deppert? Ich bin Zuckerbäcker, bei mir kannst du lang lutschen. Zuckerbäcker, den kenn ich noch. Die Sonne kommt wieder raus. Hui. Irgendwie unheimlich ist sehr schön. Achso, höre ich das. Was ist das? Oh mein Gott, das ist die Sonne. Oder mit dem Stummelraucher mit dem Schwulen. Nein? Ein Stummelraucher und ein Schwuler kommen auf zum Petrus. Sagt der Petrus, sagt der Herr, sie geben uns nur eine einzige Chance. Und du darfst keine Stummel mehr rauchen und du packst keine mehr von hinten. Mhm. Kommen wieder oben, fahr der Bus vorbei. Schiebt so trottel ein Chick raus, ein Stummelraucher schaut schon, ich greife mit der Schule und der Schulter. Alter, puck den Essen, sagen wir alle zwei hin. Den kenne ich noch nicht. Weh. Ah, du, ich hab noch etliche auf Lager. Das weiß ich. Zu nebenein. Und mir fällt gerade überhaupt keiner mehr. Zu Nebensachen, weil mein Onkel ist Buschauffeur. Nein, Buschauffeur gewesen. Und zwar nicht für die Wiener Linien, sondern Privatbus. Also kannst du das nicht, was du alles gekriegt hast. Kennst du Fernfahrerbrot? Nein, so kurz nichts. Das ist Mr. Thermoskandel. Das ist das Rand voll mit einem verschierten Fuß. Und dann. Es blendet. Ja, der Blick sagt alles. Mehr als 1000 Worte. Gescheißen. Kennst du den mit dem Amerikaner? Mit dem Türken? Werden. Ich selber. Mit den Russen und mit den Österreichern. Lieber nicht schon. Was nicht? Ist Zug gefahren? Er muss sich erst fangen. Ja. Da fangt aber jetzt Lachen an. Ich hab eigentlich immer geglaubt, du hast uns zwei Nippeln gesagt. Ich hab gar nicht gewusst, dass es zwei Bäre waren. Jedes Mal, wenn jemand den Mount Everest besteigt, kannst du sagen, der hat meine Mutter bestiegen. Die hätten sich auch da vorne auch hinter zu können. Schau, da hast du immer das Österreich. Da, ich muss einen Ellenbogen hin. Kreier einfach mal von deiner Mutter auf. Was hat der Neil Armstrong gesagt, dass er zum ersten Mal Sex gehabt hat? Komm her. Der Adler ist gelandet. Oh mein Gott. Hey, Felix, pass auf, das ist ein Hummel. Nur ein bisschen lieb. Das ist gut, dass du so entgegen hast. Deswegen war das Backel so aufgelustert. Das ist schon mal gut. Erst deppert der Schlechte. Woher weißt du, dass es ein Mädchen ist? Sie hat den weißen Hintern.
Sie steht auf dem Tisch. Weißt du, wie die Rocky Mountains sind? Sie steht auf die Tisch. Das ist von deiner Mama. Das ist genau ins Bild geflogen. Alter, was ist das? So, warte mal, wo ist Epilepsie? Mama. Du hast dich schon nicht gehört. Ah, du! Was willst du, wie ist das mit Zähnen pressen, dass sie sich schleicht? Nein, nein. Das ist normal, so ging das nicht so leicht hier dann. Also. Ach so. Das ist schon, wir haben immer Patienten, sieht. Immer Patienten bei uns am Tisch. Oh! Papa! Was hat jetzt gesessen? Ja. Die hat jetzt gerade den Knobelbus gezündet. Ich muss jetzt den Tag gehen. Du hast dir aber auch schon gegeben, der wogelt jetzt viel zum Dr. Schädel. Ja, da war schon. Das habe ich nicht getroffen. Die ist ja irgendwo raufgeflogen. Ja, ich will zu dir gut schleichen mit. Das war zu viel. Ja. Was? Die Rocky Mountains hast du nicht umgemacht. Was? Schau, du kennst ja die Rocky Mountains. Der Hauptgrund, warum der Mama Zellulite hat. Jetzt fallen wir nur noch Witze über Schwarze. Geht schon. In den ersten Fang hier, was ist der Unterschied zwischen einem Schwarzen und einem Erdloch? 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 Keine Ahnung. Ein Bombendrichter, der Bombendrichter ist ja Erdloch. Oh mein Gott.